Ja, hallo, ich freue mich, hier stehen zu dürfen. Ich danke dir, Andi, dass ich einen Impuls halten darf. Und ich wollte euch erzählen, was Jesus in meinem Leben getan hat. Und ich habe auch über den Impuls sehr viel gebetet, weil ich wirklich wissen wollte, was ich euch sagen soll. Und ja, ich habe überlegt, ob ich über ein Ereignis sprechen soll, über Ereignisse, die ich mit Jesus erlebt habe, oder ob ich über den Grund sprechen soll, warum ich diese Ereignisse mit Jesus erlebt habe. Und Gott hat mir aber gesagt, dass ich über den Grund sprechen soll. Und mit dem Grund ist, beziehungsweise mit der Wurzel meine ich das Wort Gottes. Das Wort Gottes hat Gott uns gegeben. Es ist so eine Gnade, dass Gott uns dieses Wort gegeben hat. Dass Gott uns nicht dahin gegeben hat, sondern dass er möchte, dass wir durch dieses Wort Rettung finden. Und wenn wir die Bibel lesen, dann erkennen wir, dass es ein Liebesbrief an uns Menschen ist. Dass wir durch dieses Wort erkennen, dass Jesus der einzige Weg ist. Und dass Gott nicht möchte, dass irgendeiner in die ewige Verdammnis kommt. Und ich habe mich auch am Anfang gefragt, als ich neu bekehrt war, wie man die Stimme Gottes hören kann. Ich habe mir nämlich über YouTube viele Videos angehört oder angeschaut und habe mich gefragt, weil ich habe nie die Stimme Gottes gehört und habe mich gefragt, wie kann ich jetzt die Stimme Gottes hören? Und da wurden irgendwelche Sachen praktiziert, du musst das und das, dies tun, aber es wurde nie über das Wort Gottes gesprochen. Es wurde nicht über das Wort Gottes gesprochen. Und als ich dann mit der Zeit mehr und mehr verstand, dass Gott durch sein Wort zu uns spricht, habe ich begriffen, das ist die Stimme Gottes, die man tagtäglich hören kann. Wie Gott einfach tagtäglich zu uns Menschen spricht. Also habe ich angefangen, sein Wort mehr und mehr zu studieren. Ich habe es angefangen zu lieben. Und dadurch habe ich immer mehr und mehr Freude an diesem Wort bekommen. Ich erkannte, wie lebendig das Wort ist und wie Gott zu uns spricht, wie er uns zeigt, was böse ist in seinen Augen, was gut in seinen Augen ist. Wie auch in Hebräer 4, Vers 12 steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es schneidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Und wenn wir überlegen und wenn wir wirklich Gott suchen und ihn bitten, dass er durch sein Wort spricht, dann kann ich das bestätigen. Weil es gibt Tage, wo ich die Bibel lese und ich merke, wie Gott durch sein Wort zu mir spricht. Wie ein zweischneidiges Schwert mein Herz trifft. Und ich erkenne und ich höre die Stimme Gottes. Und diese Momente sind unbeschreiblich. Die kann ich so nicht ausdrücken. Die kann ich so nicht ausdrücken, aber es ist unbeschreiblich, wie Gott zu uns spricht und wie Gott uns sich dahin gegeben hat. Aber was ich auch mit der Zeit bemerkte, weil ich zu Anfangs nicht wusste, wie man auch die Bibel richtig liest, habe ich immer mittags oder abends die Bibel gelesen, wo mein Tag schon voll mit Gedanken war, wo ich viel auf Instagram gesurft habe, wo ich viele auch nichtige Gespräche hatte, wo man mit den Augen Sünden sieht, wo man Sünden tut. Und ich hatte dann gar keine Freude. Ich fand das ermüdend, die Bibel zu lesen. Gott hat trotzdem zu mir gesprochen, aber es war ermüdend. Ich bin sogar manchmal eingeschlafen, weil ich einfach so viele andere Dinge im Kopf hatte. Aber Gott möchte zu ganz bestimmten Zeiten zu uns sprechen. Gott möchte zu ganz bestimmten Zeiten zu uns sprechen. Wenn wir in der Bibel lesen, dann erkennen wir, dass Abraham früh aufgestanden ist, Josua ist früh aufgestanden, Hiob ist früh aufgestanden und Jesus selber, der unser Vorbild sein sollte, ist früh aufgestanden. Und das aus einem ganz bestimmten Grund. Morgens, wenn wir aufwachen, sind wir leer. Wir haben noch keinen Einfluss von Instagram, von irgendwelchen Sünden, die wir sehen oder tun. Wir haben keinen Einfluss von irgendeiner Arbeit, die uns beschäftigt im Kopf, sondern wir sind leer. Wir wachen auf und sind leer. Unsere Gefäße sind leer. Aber wenn wir in den Tag starten, indem wir 1000 Nachrichten abchecken, indem wir auf Instagram rumsurfen, indem wir das Leben einfach leben, haben wir schon, ist unser Kopf schon voll, unser Kopf brummt. Und wir hören Stimmen, das und das tut das, der Teufel schläft nicht. Und so steht es auch in 2. Könige 4, Vers 3. Geh hin und erbitte dir draußen Gefäße von all deinen Nachbarn. Und jetzt kommt's, leere Gefäße. Und gieße Öl in alle diese Gefäße. Das heißt, hier steht, erbitte dir Gefäße und dann wird betont, leere Gefäße. Und Öl ist ein Bild des Heiligen Geistes. Das heißt, wenn diese Gefäße voll sind, wie soll der Heilige Geist noch zu uns sprechen? Man kann kein Öl mehr reinkippen, aber wenn die Gefäße leer sind, wie es hier beschrieben wird, dann kann Öl reingekippt werden. Das heißt, wenn wir morgens aufwachen und wir sind leer, dann kann der Heilige Geist durch sein Wort zu uns sprechen. Und deshalb sollen unsere Gefäße leer sein. Und das habe ich erst
noch vor nicht so langer Zeit verstanden. Weil wie soll Gott zum Sprechen, wenn unsere Gedanken die ganze Zeit mit nichtigem Zeug voll ist? Und meint ihr wirklich, der König dieser Welt, dass er zu uns sprechen möchte, wenn wir andere Dinge vor ihn stellen, wenn er nicht der Erste ist am Morgen, wenn er nicht der Erste ist am Morgen, an dem wir denken sollten? Er möchte an erster Stelle sein. Weil Gott, das lesen wir auch in der Schrift, ist ein eifersüchtiger Gott. Er hasst es, wenn wir Dinge mit ihm gleichstellen oder sogar über ihn stellen. Weil er ist es auch, der uns tagtäglich einen neuen Tag schenkt, der uns Luft zum Atmen gibt. Ihm haben wir alles zu verdanken. Ihm haben wir alles zu verdanken, dass wir noch am Leben sind. Wie wir gestern gehört haben, auch, dass Gott alle Menschen liebt. Derjenige, der das Unmögliche möglich gemacht haben, indem er unsere Sünden vergibt. Er hat sich in diesen Dreckstall, in diese Dreckskrippe legen lassen, damit wir dreckige Sünder erlöst werden. Und sollten wir diesem Gott nicht die Ehre geben, sollten wir diesem Gott nicht als erstes danken für diesen Tag, den er gemacht hat. Wir sollten Gott nicht mit sozialen Medien oder mit anderen Dingen gleichstellen oder sogar das andere über ihn stellen, sondern wir sollten Gott als erstes danken. Und in Jesaja 50, Vers 4 steht, das ist nicht einfach, was ich selber darüber denke, sondern es ist in der Bibel. Er weckt morgen für morgen. Ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Das steht nicht abends oder mittags, das steht morgens. Gott, morgens öffnet er uns das Ohr. Und ich habe deshalb abends auch immer die Bibel gelesen und war ständig abgelenkt. Es war so eine Qual manchmal, dieses Wort zu lesen. Gerade das Alte Testament, wenn man das auch mit den Bildern nicht so versteht. Weil das Alte Testament ist wie ein Bilderbuch für uns, wo wir sehr, sehr viele Bilder erkennen können, wie Gott zu uns spricht. Und ich meine auch nicht damit, dass man jetzt am Morgen direkt ein Bibelstudium machen möchte. Er muss. Das wäre natürlich optimal, aber es reicht allein schon, wenn wir morgens einfach eine Andacht, wenn wir uns ein Kapitel nehmen, einen Psalm nehmen oder irgendein Buch, irgendein Kapitel einfach lesen und mit Gott darüber sprechen, dass wir seine Stimme hören. Einfach zu beten und mit ihm als erstes Zeit zu verbringen. Deshalb mache morgens dein Handy aus. Ich stehe morgens auf und habe mein Handy auf Flugmodus. Ich brauche es halt, um einen Wecker zu machen, aber danach mache ich es aus und lege es vielleicht sogar an einen anderen Raum, dass wir nicht abgelenkt sind. Dass wir wirklich mit Gott möchte zu uns selber sprechen. Er möchte nicht, dass wir andere Dinge neben ihm haben, sondern dass Gott selber zu uns spricht. Und das tut er durch sein Wort. Deshalb, leg dein Handy weg oder lass es aus. Was ich auch nur mitgeben kann, fang an, dir eine Routine zu machen. Ein Bibelleseplan. In einem Jahr versuchen, die Bibel durchzulesen. Viel zu lesen auch, weil das wichtig ist. Das ist unser Leben, das Wort Gottes. Wir können ohne dieses Wort können wir keine Nahrung haben. Und sei diszipliniert und lies jeden Morgen. Auch in Galater 5, Vers 22 steht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Und jetzt kommt es, Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung ist sowas wie auch Selbstdisziplin. Das heißt, wir sollen Disziplin haben. Und was ich auch leider öfters höre, lies keine anderen Bücher, auch wenn es christliche Bücher sind, lies sie nicht neben der Bibel. Es ist gut, christliche Bücher auch zu lesen, aber diese Bücher sind nicht das Wort Gottes. Sie sind von Menschen geschrieben und basieren auf das Wort Gottes. Das sind Menschen, die aufgrund des Wort Gottes ihre Auslegung geschrieben haben. Und diese Bücher können nicht irrtumslos sein. Die Bibel ist das einzige Buch, das irrtumslos ist. Wie fällt mir gerade ein Beispiel, wie wenn Natha über die Furcht des Herrn schreibt oder dann Michael Reeves. Das sind zwei unterschiedliche, beide haben andere Ansichten. Aber beide schauen in dem Wort Gottes und Gott möchte durch sein Wort zu uns sprechen, nicht durch andere Bücher, die von Menschen geschrieben sind, sondern durch das Wort Gottes. Deshalb geh zu dem Ursprung, geh zu dem Wort Gottes. Und es wird so ein Segen für euch sein. Es wird so wunderschön sein, wenn du mit dem Wort Gottes in den Tag startest. Es ist unbeschreiblich, wirklich diese Stimme des Schöpfers zu hören. Die Stimme des Schöpfers, der über allem, über Raum und Zeit, über allem steht, spricht einfach durch sein Wort zu uns. Und ich kann das nur aus meinem Leben erzählen, was es für ein Segen ist, wenn ich morgens vor der Arbeit in sein Wort lese. Auf einmal fragen mich Leute, warum ich so fröhlich bin. Und ich kann das selber nicht erkennen, aber ich sage, das liegt an dem Wort, weil ich morgens die Stimme des Herrn gehört habe, wie er zu uns spricht. Und das kann man nicht anders als Freude geben. Deshalb
möchte ich dich wirklich ermutigen, stehe morgens früher auf und starte deinen Tag mit Gebet und Andacht und geh abends dann früher schlafen, wenn du es nicht schaffst, morgens früh aufzustehen. Man muss, um die Sterne zu sehen, wisst ihr, muss man manchmal die Stadt verlassen. Und so ist es auch mit Gott. Man muss vielleicht manchmal aus seiner Routine, die jetzt vielleicht normal ist, rausgehen, um die Sterne zu sehen, um Gott sehen zu können, um das Wahre sehen zu können. Es ist so eine Gnade. Es ist so eine Gnade, dass Gott uns dieses Wort gegeben hat. Weil ich sehe leider immer mehr und mehr Christen, wie sie gar keine Freude oder wenig Freude an diesem Wort haben. Dass es auch für sie eine Qual ist, dieses Wort zu lesen. Sie sehen sich, und da hat Joel eine wunderschöne Predigt letztens gehalten über diese Zeichen und Wunder. Sie sehen sich ständig nach diesen Zeichen und Wundern statt nach dem Wort. Ihre Beziehung basiert sich auf diese Zeichen und Wunder, nicht auf das Wort. Und das ist der Fehler. Gott tut heute auch noch Wunder, das meine ich nicht. Aber wir sollten nicht wie die Menschen früher immer nach Wunder und Wunder und Wunder bitten, aber sie haben nie geglaubt. Wir sollten auch glauben, wenn wir auch keine Wunder sehen. Dann sollten wir trotzdem glauben, weil der Gerechte wird aus Glauben leben. Die Bibel hat die oberste Priorität. Deshalb steht auch in Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Das heißt, wir leben durch das Wort Gottes. Das ist unsere Nahrung, was wir tagtäglich brauchen, wie wir Essen brauchen. So brauchen wir auch das Wort. Aber wenn wir nicht in der Bibel lesen, wie wollen wir eine tiefe Beziehung mit Jesus haben? Wie geht das, wenn das die Stimme des Herrn ist? Wir können keine tiefe Beziehung haben, wenn wir nicht in dem Wort lesen. Und wir alle kennen es, wenn wir Angriffe vom Teufel bekommen. Wenn wir versucht werden, wie hat Jesus damals in der Wüste gehandelt? Jesus hat durch das Wort Gottes dem Teufel widerstanden. Und wie wollen wir dem Teufel widerstehen, wenn wir das Wort Gottes nicht kennen? Das heißt, das Wort Gottes schneidet wie ein zweischneidiges Schwert. Nicht unsere Gedanken, nicht unser Handeln, sondern das Wort Gottes schneidet wie ein zweischneidiges Schwert. Wir können nämlich dem Teufel ohne das Wort Gottes nicht widerstehen. Wir können es nur mit Gottes Hilfe, mit Christus und durch sein Wort, das er uns gegeben hat. Wir werden durch sein Wort niemals Rettung finden, aber wir werden durch sein Wort merken, wie wir Rettung finden können. Die Bibel zu lesen wird dich nicht retten. Christus allein wird dich retten. Aber diese Bibel, sein Wort, soll unsere tägliche Nahrung sein. Deshalb bete wirklich, bevor du die Bibel liest, dass Gott dieses Wort benutzt, dass es wie ein zweischneidiges Schwert dich schneiden soll. Dass er durch dein Wort zu dir sprechen soll. Bitte ihn, dass er dir Freude auch an sein Wort gibt. Und er wird deine Gebete erhören. Das lesen wir so oft in der Schrift, dass Gott unsere Gebete erhört, dass er unser Flehen erhört. Wisst ihr, Gott liebt euch so sehr, gerade wenn ihr seine Kinder seid, und er möchte an erster Stelle sein, weil er das auch verdient hat. Er hat alles aufgegeben, um uns dreckige Menschen zu erlösen. Und dieses Wort ist lebendig. Und deshalb wünsche ich mir für jeden Einzelnen von euch, dass ihr auch anfangt morgens, das ist die Bibel zu lesen, weil das nicht nur meine Worte sind, sondern das sagt Gott in seinem Wort zu uns. Er weckt morgen für morgen das Ohr, damit er uns lehren kann. Deshalb, und ihr werdet diesen Segen erfahren, ihr werdet merken, was für eine Freude ihr habt. Ihr werdet nachsinnen über die Worte, die Gott als erstes zu euch gesprochen hat. Wenn ihr am Mittag oder am Abend liest, ich mache es nämlich so, dass ich abends noch einen Psalm lese, was etwas ruhig ist, wo man drüber nachsinnen kann, aber am Abend ein Bibelstudio zu machen, wenn alle Gedanken voll sind, wenn du eine Frau oder gesehen hast auf der Straße und sie begehrt hast und dann kommen diese Gedanken in deinen Kopf, während du sein Wort liest. Und das wird so kommen. Wenn unsere Gefäße voll sind, dann kann Gott nicht mehr zu uns sprechen und er möchte auch nicht mehr zu uns sprechen. Das steht einfach in der Bibel und das ist Fakt. Deshalb möchte ich bitte jeden Einzelnen ermutigen, fangt an, morgens wenigstens eine Andacht zu machen und nicht, wenn es um 6 Uhr zur Arbeit geht, um 5.30 Uhr aufzustehen und alles schnell zu machen, sondern steht früher auf, auch wenn es 10, 20 Minuten, das reicht vollkommen. Das ist wirklich mein Wunsch an euch. Und deshalb habe ich dieses Zeugnis, oder wollte ich auch diesen Impuls geben und bin auch sehr dankbar, dass ich diesen Impuls halten darf. Und ich hoffe, das hat euch ermutigt. Ja, es ist wunderschön, mit der Stimme des Schöpfers in den Tag starten zu können. Amen.